Punjab in Pakistan. Der Reis ist geerntet. Jetzt kommt er in die Mühlen des Landes. 3,6 Millionen Tonnen Reis werden in diesem Jahr aus Pakistan in die ganze Welt verschickt. 20% davon Basmati-Reis. Aber die Pakistani haben ein Problem mit dem großen Nachbarn Indien. Die indischen Käufer in Dubai, Muscat und Saudi-Arabien kaufen Reis von uns und verkaufen ihn dann unter ihrem eigenen Namen. Das machen sie schon lange so. Kaufen bei uns in großen Mengen ein, füllen dann aber unter ihrem Label ab. Manchmal wird sogar hier in Pakistan verpackt. Basmati-Reis aus Pakistan als Made in India. Die Pakistani sind sauer. Der Exportverband REAP zog gegen die indischen Konkurrenten vor Gericht. Wegen des laufenden Verfahrens waren sie aber nicht zum Interview mit der DW bereit. Die Pakistani sagen, das Branding sei nicht das einzige Problem für sie. Wenn die Landwirte in Pakistan mit der Aussaat von Basmati beginnen, wird das Saatgut auf dem Markt knapp und die Preise steigen. Vor der Ernte müssen wir dann Dünger und Pestizide versprühen. Wir haben kaum geeignete Maschinen. So gehen bis zu 15% von dem Reis bei der Ernte kaputt. Noch mehr dann in der Weiterverarbeitung, beim Trocknen, Schälen und Verarbeiten. Das liegt auch daran, dass wir nicht gerade die modernste Technik haben. All das macht die Produktion vom Reis so teuer. Die Inder dagegen hätten einfach bessere Bedingungen und schon deshalb einen Wettbewerbsvorteil. Nach Deutschland. Hier gibt es ähnlichen Streit um eine Marke. In der Kleinstadt Kehl sitzt das Unternehmen Balema. Der Chef stellt mit wenigen Mitarbeitern Essig her. Er kämpft gegen die Konkurrenz aus Italien, dem Land, aus dem der Balsamico bekannt ist. Er wollte seine Produkte auch so nennen und zog vor Gericht. Wir kaufen tatsächlich frische Früchte ein, im Umkreis von 200 Kilometern hier. Wir haben viele kleine Lieferanten. Und dann kommt die Industrie, die weltweite Wein zusammenkauft und ihr Zeug Balsamico nennen darf. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, wieso wir das nicht dürfen. Und in meinem ganz eigenen Verständnis habe ich gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Ja, also da gehen wir jetzt mal mit dem Kopf durch die Wand. Das hat sich ausgezahlt. Wie David gegen Goliath gewann er vor dem Europäischen Gerichtshof. Und er findet das nur gerecht. Inzwischen verkauft er seinen handgemachten Balsamico-Essig an Spitzenköche in ganz Europa und im Einzelhandel. Die besten liegen bis zu 3 Jahre in diesen Fässern. Das Besondere, seine Produkte kommen ohne chemische Zusatzstoffe aus. Dieses industrielles Consortio, Aceto Balsamico di Modena, da geht es um Marktmacht, da geht es um viel Geld. Und da geht es auch um große industrielle Betriebe, die in riesigen Mengen Balsamico ganz schnell in 8 Wochen durchpressen. Wir haben noch einen handwerklichen Prozess. Ihr seid Industrie. Wieso soll ich das nicht machen dürfen? Ein gutes Markenversprechen auch bei Lebensmitteln lässt Verbraucher schneller zugreifen und verspricht dem Hersteller einen guten Preis, wenn er sein Produkt gut gebrandet hat. Warum sind wir eigentlich bereit, mehr Geld für ein Produkt mit einer Marke zu bezahlen, wo draufsteht Made in Germany oder wo draufsteht Champagner oder irgendetwas in dieser Richtung? Und der Grund ist eigentlich, dass wir die Marke als, ich sage immer, eine Art Shortcut, eine Art Abkürzung benutzen. Es ist uns ja nicht möglich, erstmal alle Anzüge anzuprobieren, die es so im Laden gibt. Es ist uns nicht möglich, alle Schaumweine erstmal zu probieren, bevor wir sie kaufen. Und dann sehen wir die Marke und hinter dieser Marke steht ein Versprechen, dieses Produkt ist gut. Zurück nach Pakistan. Die Reisbauern finden, ihr Basmati wird unter Wert verkauft. Außerdem unterstütze ihre eigene Regierung sie viel zu wenig. Die Herausforderungen, mit denen wir international konfrontiert sind, sind vor allem die Vermarktung, die Produktionskosten und der Einsatz von Technologien. Die Regierung hat nichts unternommen, um eine Plattform zu schaffen, die die Reiserzeuger Pakistans vertritt.
Dazu kommen Probleme wie hohe Stromkosten und fehlende Steuererleichterungen. Auch diese Fabrik wird ihren Reis nur innerhalb Pakistans vermarkten. Es fehlen die finanziellen Mittel für den Direktexport. Und so geht es über Zwischenhändler, die weiter nach Indien oder in die Golfstaaten verkaufen. Dann wissen die wenigsten Kunden, dass dieser Basmati aus Pakistan stammt. Der pakistanische Basmati-Reis ist der beste Reis der Welt. Und er ist, was Qualität, Aroma und Zubereitung angeht, deutlich besser als indischer Reis. Deshalb haben wir ein Problem, wenn die Inder ihn unter ihrem Namen verkaufen. Hoffentlich werden wir dieses Problem bald lösen. In Deutschland ist dieser Streit schon ausgefochten. Der Essigbrauer hat vor Gericht gewonnen und damit seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Konkurrenz aus Italien behauptet. Für den Handel, wo wir ganz normal im Regal stehen, und für den Verbraucher, dort, wenn wir nicht Balsamico draufschreiben, wird nicht zugegriffen. Und deshalb entscheiden wir uns für das neue Label Deutscher Handwerksbalsamico. Egal ob der Essig in Deutschland oder der Reis in Pakistan, das richtige Branding bestimmt am Ende auch den Preis.